Ja, ob der Besuch im Landschaftspark in seinem Reisetagebuch stattfindet, das können wir ihn jetzt direkt persönlich fragen. Dennis Keiling, Regisseur des Films Besser Welt als nie, ist uns jetzt per Skype zugeschaltet. Hi, Dennis. Hi, Leute. Okay, ein bisschen zeitverzögert. Du hast mit deinem Film Besser Welt als nie den Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe Kunstrasen gegeben gestern. Wie war es gestern für dich? Ja, es ist eine sehr besondere Location, das kann man auf jeden Fall sagen. Natürlich war alles durch diese Corona-Geschichte sehr spontan, auch für den Veranstalter, und es gab noch nicht so viel Vorlauf. Trotzdem haben es einige Leute geschafft, also waren so fast an die 200 Leute, und war auf jeden Fall, das ist schon ziemlich einzigartig, diese Location. Und die Soundanlage ist auch ziemlich, man ist so richtig in dem Film drinnen. Jetzt ist es ja dein erster eigener Film und du bist dabei direkt ja Darsteller und Regisseur. Was war dabei für dich die größere Herausforderung? Ja, ich bin halt, also ich habe schon meine kreativen Seiten, aber bei mir float das jetzt nicht so komplett durch. Eigentlich bin ich Bauingenieur, also Ingenieur habe ich studiert, also nicht der Superkünstler, und das war halt manchmal schwierig, dann so diese ja, kreativen Löcher wieder aufzufüllen. Aber es scheint funktioniert zu haben. Ich meine, dein Film, der läuft. Und du hast bei deiner Reise 43.600 Kilometer in 41 Ländern zurückgelegt. Wie hast du es geschafft, diese ganzen Erlebnisse, diese ganze Zeit in 111 Minuten Film unterzubringen? Ja, es war ein schmerzhafter Abschiedsprozess, weil ich hatte halt 73 Stunden Material, und ja, das ist dann schon, da muss man irgendwann mal aussortieren. Ja, das war, glaube ich, nicht so leicht, vor allem wenn man selber eben vor Ort gewesen ist, das alles mitbekommen hat. Für dich war bestimmt jeder Moment irgendwie ein besonderer Moment, und dann da die richtigen rauszufinden, das stelle ich mir auch nicht leicht vor. Was war denn für dich, ich meine, du hast gerade gesagt, du bist eigentlich Bauingenieur, was war für dich der ausschlaggebende Punkt, mit 24 Jahren dich auf dein Fahrrad zu setzen und dich alleine auf dieses Abenteuer zu begeben? Also was war der ausschlaggebende Moment, dass du dieses Risiko ja auch irgendwie eingegangen bist? Ja, also ich hatte mein Studium fertig, dann bin ich nach Berlin gegangen, und Berlin ist ja auch sehr offen, die Leute sind sehr offen für ein bisschen verrücktere Ideen, und dann habe ich halt eines Abends irgendwie einen Artikel gelesen über einen anderen Radreisenden, und dann war es für mich direkt so, war ich so drinne und hatte diesen Traum eigentlich ziemlich direkt, und irgendwann habe ich halt immer weiter geträumt, und dann so nach 5 Monaten etwa standen halt alle meine Zeiger im Leben auf grün, also privat und von der Arbeit, und Basketballsaison war auch zu Ende, und dann wusste ich, jetzt muss ich es tun. Was haben deine Freunde, Familie gesagt, als du denen diese Idee eröffnet hast? Ja, also genau, ich komme halt aus einer Kleinstadt, Gelnhausen in Hessen, schon eher konservativ, und wie gesagt, die Leute in Berlin waren ja so, nicht, aber in der Kleinstadt ist halt eher so, willst du nicht doch lieber dein Masterstudium noch machen, mach doch mal was Ordentliches. Und deswegen habe ich das nicht groß rum erzählt. Ich habe es meiner Familie erzählt, meinen Freunden, die waren halt so, wollten mich nicht aufhalten, aber es hat auch keiner so gesagt, ja geil, auf jeden Fall, gute Idee. Und so wurde es ein bisschen mir überlassen, und dann bin ich los, und klar, als die Leute dann gesehen haben, es funktioniert, dann waren sie auch sehr interessiert. Jetzt hattest du nicht viel im Gepäck, auf dem Fahrrad passt ja nicht gerade viel drauf. Mit dabei hattest du aber eben die Frage, was einen glücklich macht. Wie lautet denn jetzt ein paar Jahre später deine Antwort auf die Frage? Ja, die Antwort ist eindeutig, dass es keine Antwort gibt. Also man kann Glück nicht erreichen oder so. Man kann nicht das Traumhaus bauen, sein Auto kaufen, das man schon immer wollte, oder mit dem Fahrrad um die Welt fahren, und dann hat man es so geschafft. Fertig, alles gut. Nee, aber man muss halt immer was machen, aber ja, was bringt einen zum Glück? Freiheit auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Bestandteil davon. Halt, das habe ich halt auf dem die Freiheit habe ich halt auf dem Fahrrad gefunden. Einfach irgendwie losfahren, gar nicht groß geplant, der Tag, und dann gucken, was kommt. Glückliche Momente, da hattest du wahrscheinlich viele auf deiner Reise. Wahrscheinlich auch vielleicht weniger glückliche Momente, weil du eben ja alleine warst und noch ziemlich jung. Aber was würdest du sagen, was war vielleicht der Moment, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Was fällt dir als erstes ein, wenn du die Frage hörst?
Da fällt mir als erstes ein, dass es auch da keine eindeutige Antwort gibt, weil es gab halt so viele Momente, da kann ich jetzt keinen herausheben, der wird dann alles in den Schatten stellen. Aber ich glaube, generell kann ich schon sagen, was dauerhaft einfach amazing war, waren die Leute, die ich kennengelernt habe, wildfremde Leute, die ich noch nie gesehen habe, noch nicht kannte, in einem fremden Dorf, wo ich noch nie war, und die dann einfach gesagt haben, ja, aus Deutschland kommst du, komm doch mal mit, hier die Familie ist auch da, wir haben gekocht für dich und du darfst sogar übernachten, bleib noch 2 Tage, wenn du Bock hast, und ja, einfach so, das ist halt sehr oft passiert und ich glaube, das war so dauerhaft ein Highlight von dieser Reise. Würdest du es nochmal machen? Auf jeden Fall, eindeutig. Also schon was geplant? Noch nichts geplant, aber in meinem Kopf ist es große Gewissheit, dass ich eines Tages wieder irgendwo bin, wo ich noch nie war, mich sehr wohl fühle, am Straßenrand vielleicht sitze und mir irgendwas reinschaufel, weil Fahrradfahren ist anstrengend und ja, aber mich dabei sehr gut fühle. Ja, dann sind wir gespannt, ob es vielleicht einen zweiten Teil gibt, was wir noch von dir sehen und hören werden. Danke, Dennis, für deine Zeit. Ja, vielen Dank an euch.